Ja, wunderschönen guten Tag. Hier wieder willkommen beim Hexer. Wir sind jetzt alle auf der Suche im Labor von Brunwig. Ja, da wollen sie irgendwie Fistek herstellen. Oder haben sie Fistek hergestellt? Und dann machen wir beim Algird. Denn ich helfe mal später. Ich habe gedacht, wir machen erstmal. Wir suchen erstmal dieses Labor. Habe ich jetzt Bock drauf? Wollte ich jetzt unbedingt machen. Aber vorneweg gucken wir noch mal kurz ins Charakterfenster, weil irgendwie haut mir das her. Das ist mir alles. Maximale Vergiftung. Braucht man eigentlich nicht. Ich wählte eigentlich lieber dieses Adrenalinausbruch. So. Die müssen wir auch mal gucken, ob ich das irgendwie noch anders machen kann. Rüstungsschmelz oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich bin noch nie ganz glücklich mit der Skillung. Ich weiß es nicht. Ja gut, wir überlegen uns das später mal. Guti, wir machen jetzt erstmal weiter in die Richtung. Da muss er dann irgendwo. Da kann dieses ganz tolle Labor sein. Schauen wir mal. Hier, was ist denn da? Hauptrollo. Okay. Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst den Schädel einschlagen? Dein Ton gefällt mir nicht, Bruder. Ich dachte, ich wäre höflich. Aber wenn Manieren versagen, müssen wir wohl deutlicher werden. Es wird bald vorbei sein. Hier rein oder was? Das ist gerade irgendwie eigentlich Schatz.
jetzt irgendwo. Ja, die Dämpfer an. Gehen wir mal eine Runde Goldener Pirul, oder? Sollen sie angeblich Hacke vielleicht? Okay, es knallt übelst. Kann ich jetzt nicht tun. Okay. Da bist denn du. Bist du eine Wache oder irgendwas? Lol. Verdammt! Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder, wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen, den Glauben an das ewige Feuer verbreiten. Aber Radovid hat uns reingelegt. Seinen Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Tja. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Und wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von Denesle wohl dazu sagen würde? Siegfried von Denesle würde? Aber woher kennst du? Ich kenne dich. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jack der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das war der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant! Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Das ist der Ulrich. Du wirst es nie lernen. Mit Schwarze!
Ja gut, jetzt haben wir die alle hingerichtet hier und jetzt. Sehr schön. Noch was zu holen irgendwo vielleicht? Warte. Ist ja okay, oder? Ich möchte dann gerne wieder. Ist dich. Hätten wir das ja schon gelöst hier. Gute Beste hier. Irgendwo irgendwas? Nun denn. Der richtige war ich auch noch nicht. Ja gut, ne? Wo ist denn jetzt hier? Wo sind wir denn überhaupt? Ah, Garin anwesend. Mal wieder. Was ist denn das? Okay. Wann machst du mal hier hin? Da ist es Garin anwesend, hier waren wir gerade. Sehr interessant. Ja, okay, mal gucken. Die Plätze. Komm her. Plätze, was machst du da oben? Hey! Ahü! Ahüsch! Gary ist hingefallen. Gut. Was haben wir denn hier? Kesselpfleger, beste Preise. Warnung war verbunden. Okay. Schnelle Willi. Warte, warte. Alles klar. Beste Met am Platze. Wer sich für einen ersten Kenner guter Getränke hält, sollte unbedingt bei Bill vorbeischauen. Besser bekannt als Schnellerie. Der Sommer war warm, die Wiesen stehen in voller Blütenpracht und es gibt eine Honigausbeute, die ihresgleichen sucht. Ob euch nach einem doppelten oder dreifachen Met ist, beim schnellen Willi müsst ihr garantiert nicht dran bauen. Gut, also Vollgurt ist verschwunden. Okay. Okay, 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 okay. Und dann nehmen wir den. Zack, die, zack, die, zack, zack, zack. Ach, den Lehrling, den machen wir jetzt noch nicht. So, wir wollen nach Ochsenfurt. Wir könnten jetzt von hier. Guck mal, so viel. Da ist ja hier jetzt ganz schön wieder viel was los, du. Können wir das eh noch machen hier? Ja. Immer schon mal draußen? Nee.
Kulturlos. Bei Hallisch. Das ist ein Bötelein. Ich ahne es. Neckar. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Ja, machen wir das mal aus. Kaputt. Dingens. Und so. Tschüss. Das ist ein Geralt. Wir kicken noch mal ganz kurz. Oh, aber auch eine schöne Rüstung, ne? Chance auf Verbrennen. Chance auf Trommeln. Was haben die eigentlich drin? Einfrieren. Betäuben. Das ist doch gut. Kommt doch dem ganz gut, ne? So. Der Gary. So. Wo müssen wir jetzt hin? Hier ist noch was. Okay, wollen wir da schnell noch hingehen jetzt? Das nützt ja jetzt alles nicht. Dann müssen wir jetzt nochmal kurz gucken. Was ist denn hier los? Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Muss man immer verdünnen, ne? Zack. Zack, wie viel hat's noch? 76. Haben wir da noch 40 Schott drauf, oder? Also sind wir wieder clean. Was hat das noch? 14. So, zack. Bankpuff. Klamotzkis. Gut, fertig. Super. Okay. Die Bojalinskis kommen wieder. Ist auch schön. Gefahr gebannt. Völkerung ist zurückgekehrt. Na da. Ja, sehr gut. Ganz schön. Was machen die denn da? Sind das so welche? Die Menschen? Hoch oder Sonne? Kann man hier was kaufen? Bergstock und Stein. Das ist so allgemein hier, die ganze Ecke, oder was? Okay. Da können wir jetzt aber nichts kaufen. Das ist jetzt irgendwie irgendjemand, den man noch hier bedaddeln könnte. Okay, nicht. Meck. Okay, zack in die Zack. Wir haben ein Bötchen. Mit dem Bötchen kann man reisen. Redanischer Kräuterstapel. Den nehme ich mit. Das andere lasse ich da. So, meine Pizza. Ja, ich habe zwei Schwerter. Tut mir leid. Wir nehmen, gehen mal zurück nach Brunwich. Dann müssen wir jetzt erstmal hier nach Oxford. Weil ich will jetzt diese. Verliert ihr sie so oft?
Klötzi, warum stehst du auf der anderen Seite? Bist du ein Zauberer? Ich weiß nicht. Maybe ja. Gott. Halleluja, das ist ja wieder alles voll hier jetzt mit Fragezeichen. Na, noch mal was zu tun wieder, ne? Zack, erstmal nach Grünlich. Komm schon, Plätze! So, also, nach Grünlich würde ich gerne mal wieder zurück meine Rüstung holen. Ich weiß nicht, die gefällt mir jetzt nicht so richtig. Die einzige Kiste, die ich jetzt finden würde, wäre in... Habe ich noch eine Kiste irgendwo? Fahren einfach mal hier schnell hin. Machen wir mal fix die Kiste. Gefummelt wird nicht. Gefummelt? Gefummelt oder gefummelt? Junge, ich habe dich jetzt echt nicht verstanden. So. Hier ist noch Party. Rittersporn ist noch da. Rittersporn ist noch da. Also Rittersporn? Okay. Ich weiß nicht. Ich würde lieber. Ja, ich nehme die Schwerreiter, denke ich. Oder die Wolfsrüstung? Bärensuchenschwert. Betäuben. Die Hosen habe ich vergessen. Komm mal. Sehr schön. So. Nach vorn. Höchstens müssen wir unsere Boss noch anziehen, weil sonst wird es komisch. Ich werde bei Ether noch schnell die Sachen verkaufen und dann gehen wir zurück. Und Obst. Willst du mich beißen, Wölfchen? Ich habe eine narrensichere Methode, die zu exotisch.
gerade nur einen einzigen... Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn im Angebot? Kohle rein jetzt, ne? Gott sei Dank, ja. Ich dachte, ich muss hier auch bluten. Die Ritter der Flammenrose. Die sieht bestimmt auch schick aus, ne? Kann man jetzt nichts sagen. Aber brauchen wir jetzt nicht. Zack. Lebebo. Bis dann. Wieder unter deinen Stein. Ja, ich sprich schon um meinen Stein. Tut mir leid. Ich gehe ja schon. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Na, das ist doch klar. Das ewige Feuer. Ich warne dich. Gut, dann fahren wir mal nach Ochsenfurt. Und geben wir mal die Belohnung ab. Ah! Oh, brauchst nicht zu schubsen. Also. Ich hab deinen Freund gerecht. Ha! Ich wusste, du schaffst es, Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Mistkerle. Brüder des Ordens der Flammenrose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißen Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Gehäutet? Nein, nur getötet. Ach. Stattlich und langweilig zugleich. Hier, Katzenauge, dein Gold. Sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. Maybe. Habt ihr gesehen, die aus Velen geflohen sind? Gut, dann hätten wir uns die erste Aufgabe schon erledigt. Deinesgleichen steckt einen an mit Miesmacherei und Fahnenflucht. So, und jetzt gucken wir mal. Was macht denn so ein komischer... Hey, was suchst du denn hier? Yeah. Ah! Okay, letzten Spielstand laden. Ach, das war jetzt. Oh, schön. Ich dachte erst, da unten ist Wasser, aber ist es halt nicht. Sehr schön. Da lache ich mir glatten Toast gerade. Oh, jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Na gut, also in die Kanalisation möchte ich schon noch. Gucken wir erstmal rein. Aber ich suche meinen Chronometer schon mal. Hey, was suchst du denn hier? Frustriert vom Leben oder was? Gucken wir uns das hier unten mal ganz kurz an. Dein Kanal ist ein grässliches Biest. Den weichst du besser auf. Soll Dutzende von Jungfrauen verschlungen haben, aber auch viele tapfere Kämpfer sind reingegangen und nie wieder rausgekommen. Hier hinten in der kuschelischen Ecke ist ein Geisterstolz. Na super. Na da. Ein bisschen was zum Mitnehmen. Sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Ein Ertrunkener, natürlich. Komm her, Digga. Ich
Was? Wird's hier wohl geben, denke ich. Schwertwurm. Das war kein Monster. Okay. Geht's ja schon richtig direkt los hier. Der Dürre. Was ist das hier? Getrippel, getrappel. Stiefelspur. Groß. Von einem Mann wohl. Ich dachte, nur Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Das ist ja interessant. Ah, Fußspuren einer Frau. Aber nur von einer. Das ist ja auch interessant. Wo sind wir jetzt hier lang? Aber wir sind von hier gekommen, gell? Die Herde, was ist das? Ich denke mal, die Spur, sie führt uns durch dieses Tor. Na da. Leute. Ihr wisst genau. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bin heute zum Reim aufgelegt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier in Ochsenfurt. In der Kanalisation. Vielleicht wird mal diese Brüte. Also bis später. Ciao, haut rein und schönen Tag.